Party erst nach dem neuen Zuhause. Das ist nicht mein Zuhause. Bitte, Jo, fang ich schon wieder damit an, ja? Hi. Hey. Morgen, Tom. Was ist das? Die neue Schüchternheit? Die neue Schüchternheit? Hier, bist du. Leute, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Wieso? Es ist 9:30, Mensch. Hopp. Scheiße. Ach, verdammt. Macht ihr Frühstück? Der hat den Umzug schon mal nicht überlebt. Hat jemand meine schwarzen Schuhe gesehen? Langsam sollte Tavarius aber kommen. Ach, Frau Abels. Herr Superintendent. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Breckwold. Großer Almauftrieb. Aber wo ist denn unser Bruder? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Er wird ja wohl nicht ausgerechnet heute. Sie kennen ja meine Meinung. Er ist unser neuer Pfarrer. Das Presbyterium hat ihn einstimmig gewählt. Um des lieben Friedens willen. Der Rest ist Schweigen. Oh, eine neue Seite an Ihnen. Eine ganz neue. Sorry, Tick zu spät. Frau Abels. Herr Tavarius. Finden Sie das angemessen? Ach so. Wie heißt es so schön? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wollen wir? Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Das ist jetzt vielleicht für viele von Ihnen etwas ungewöhnlich, aber ich vergesse mal meine Predigt und spreche, weil es ja mein Einführungsgottesdienst ist, über mich. Wer ist dieser neue Pfarrer? Warum trägt er eine Albe und kein Talar? Und unter der Albe Jeans und Turnschuhe? Warum quatscht er hier so locker mit uns, als wäre er ein alter Bekannter und nicht der Pfarrer? Weil ich so bin. Und weil ich mich nicht verstellen werde. Aber warum kommt er zu seinem Einführungsgottesdienst zu spät? Das geht doch nicht. Und Sie haben recht, das geht auch nicht. Aber ich bin Vater von 4 Söhnen. Und Logistik mit Kindern, wer es kennt? Ich bin durch und durch Familienmensch. Und so begreife ich hier auch meine neue Gemeinde. Euch alle als Familie. Ich möchte ein Pfarrer zum Anfassen sein. Einer für die Alten und auch und gerade für die Jungen. Dieses Haus Gottes und damit mein Ohr werden ab heute für jeden von euch jeden Tag offen stehen. Ich will diese Kirche wieder voll sehen. Und dafür brauche ich euch. Euer Verständnis, eure Toleranz, euren Glauben. Auch an mich und meinen Weg. Amen. Bravo, Papa! Also, ein bisschen zu viel Ich in seiner Predigt. Also, ist jedenfalls meine Meinung. Ich fand ihn einfach nur sehr ehrlich und offen. Er hat genau das erzählt, was wir alle von ihm wissen wollen. Geht nicht in der Küche. Einfach zu klatschen, das geht nicht. Ich habe einfach nur klatschen. Anfassen verboten. Aber füttern ist erlaubt. Na, dann nimm dir mal einen. Entschuldigung, können Sie kurz in die Kapelle kommen? Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Sie entschuldigen mich? Ja.
Na du? Das ist ja ein dolles Ding, was unser Küster mir da erzählt hat. Du willst hierbleiben in unserer Heilandkirche? Das geht doch nicht. Herr Kockelkorn, unter uns Gebetsschwestern, geben Sie uns einen Moment? Ja. Prima, danke. Verrätst du mir, wie du heißt? Ich heiße Paula und ich bin 10 Jahre alt. Okay, Paula, und du willst... was? Ich verlange Kirchenasyl. Du weißt aber schon, was das bedeutet, Kirchenasyl. Natürlich. Eine Gemeinde gewährt einen Menschen Schutz, den bei Abschiebung nicht hinnehmbare inhumane Härten lohnen. Wow. Also jetzt bin ich baff. Und die Kirchen sagen, es ist unsere Aufgabe, dort einzugreifen, wo Rechte von Menschen verletzt sind. Hast dich offenbar ganz gut eingelesen, ne? Ich habe mich informiert. Dann dürftest du ja auch wissen, dass ich dir gar kein Kirchenasyl gewähren kann. Weil du keine Ausländerin bist, zumindest glaube ich das. Und abgeschoben werden sollst du auch nicht, oder? Warum willst du denn Asyl? Paula, du musst schon mit mir reden, wenn ich dir helfen soll. Ich verlasse diese Kirche nicht, egal was passiert. Entschuldige, wenn ich da so hartnäckig nachbohre, aber ich verstehe es noch nicht ganz. Warum bist du hier? Worum geht's? Ich bin in Not und ich verlange von Ihnen Hilfe. Und? Was sagen die Bullen? Die Bullen sind Polizisten, Lukas. Bei denen liegt keine Vermisstenanzeige vor. Jetzt? Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, sauber! Ja! Tut mir leid, der Fußball war noch in der Sakristei. Dann habe ich neulich den Bengels abgenommen, die vor der Kirche da. Entschuldigung, Herr Pfarrer. Ja, aber macht doch nichts. Sportlich. Danke, dass Sie sich um Paula gekümmert haben. Tschüss. Und Sie, mach mal Feierabend jetzt, ja? Scheiße. Scheiße sagt man nicht, sagt mein Vater. Das und anderes würde ich ja gerne von ihm selber hören. Wollen wir nicht mal anrufen? Paula, setz dich mal hier hin. Warum bist du denn eigentlich von zu Hause abgehauen? Weil ich mich bei meinen Eltern nicht mehr wohlfühle. Weshalb? Was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Ach du, ich hier liebe ja lange Geschichten und Zeit habe ich auch, also. Aber ich bin auch total müde und so. Okay, weißt du, wir haben da oben ein Gästezimmer. Da kannst du dich erstmal hinhauen. Dann sehen wir später weiter, ja? Sagen Sie mir einfach, welches Zimmer es ist und wo ich Handtücher und Bettwäsche finde. Zu Hause beziehe ich mein Bett auch immer selber. Wow. Aber nur für eine Nacht, okay? Ach, und Paula? Ja? Kann sein, dass es jetzt total falsch ist, was ich mache. Bist halt meine erste Asylantin. Und Sie sind mein erster Pfarrer. Sag Gnade! Ich will Gnade hören! Leute, echt jetzt? Wie alt seid ihr eigentlich, hä? Jo, hör auf damit! Lass Tom in Ruhe! Er hat aus meinem Glas getrunken! Ich will nicht, dass er aus meinem Glas trinkt! Ich will nicht seinen Schleim in meinem Körper! Du weißt wirklich, kannst du einmal bitte deine Brüder unter Kontrolle bringen? Ich kann jetzt hier nicht ständig den Babysitter spielen. Ihr seid eine totale Chaotentruppe. Wir kommen eben ganz nach dem Vater. Jo, hey, es gibt Gläser. Der Kockelkorn hat uns von diesem Mädchen erzählt. Was ist denn mit der? Will nicht so richtig raus mit der Sprache. Ich glaube, ich lasse sie erstmal in Ruhe. Sie ist oben im Gästezimmer. Sie schläft heute Nacht hier. Ja, und ihr verhaltet euch wie Gentlemen, okay? Nicht dein Ernst. Du kriegst einen riesen Ärger mit dieser Story. Mit deiner Vorgeschichte fliegen wir wieder achtkantig raus. Hör mir mal zu, mein Freund. Ich bin in Plettenberg nicht rausgeflogen, okay? Ich habe mich aus Vernunftsgründen in dieser neuen Gemeinde beworben. Ja, trotzdem. Hey, Leute, jetzt regt euch nicht so künstlich auf, okay? Papa weiß schon, was er macht. Eben. Ich regel das. Hier kocht alles über. Oh. Sag mal,
Wo sind denn eigentlich die Spaghetti? Ich koche schnell welche. Presto claro. Glaubst du, Paul hat auch keine Mama? Ich weiß es nicht, Jakob, aber ich denke schon. Hat sie denn kein Heimweh? Offenbar nicht. Totti hat Heimweh. Dann sagt deinem Troll, dass das jetzt hier unser Zuhause ist. Das habe ich schon, aber trotzdem Heimweh. Naja, bisschen Geduld muss man schon haben. Hm? Das geht nicht so Schlag auf Schlag. Und Mama vermisst er auch immer noch. Wir alle. Du auch, Papa? Ja. Aber sie ist ja gar nicht wirklich weg. Das sagst du immer. Bloß ich sehe sie nicht. Sie schaut uns über die Schulter. Sie passt auf uns auf. Auf dich, auf deine Brüder, auf mich. Und auf Potti. Und einen guten Nachtkuss gibt's immer auch nicht. Dafür bin ich doch jetzt zuständig. Hm? Komm mal her. Schlaf gut. Hey. Hey, hier warten vier Männer, ja? Ist da jemand gestorben drin, ne? Lass mich mal. Das gibt's doch nicht, oder? Ich muss pullern! War das frei? Mädchen, ich hasse dich. Entschuldigung, darf ich Ihnen das geben? Bitte schön. Kennen Sie die? Entschuldigung, bitte schön, für Sie. Danke. Nee. Entschuldigung? Ja? Wie kommen Sie dazu, diese Flyer hier auf dem Friedhof zu verteilen? Ich meine, Haushaltsauflösung und Entrümpelung, das ist so ein bisschen... Haben Sie was Sie loswerden wollen? Ja, allerdings. Na, dann rufen Sie mich einfach an. Die Nummer steht da drauf. Ich glaube, ich werde es gleich hier und jetzt los. Das ist eine Unverschämtheit, was Sie hier machen. Pietätlos ist das. Schon mal drüber nachgedacht? Naja, irgendwoher muss ich doch meine Ware kriegen. Aber doch nicht von den Verstorbenen, von den Trauernden doch nicht. Spüren Sie noch irgendwie irgendwas? Geht Sie das was an? Ja, allerdings. Und ich werde jetzt noch was los. Sie unterlassen das bitte künftig, okay? Erziehen Sie andere, nicht mich. Okay? Wir fangen alle erst morgen an. Bonner Schulen, ey. Pass mal auf den Aktien von PGCDM Images. Weil die Kasse machen und ihre Beteiligung verkaufen. Hast du meine Zahnbürste benutzt? Warte mal bitte. Du siehst schon, dass ich beschäftigt bin, oder? Hast du meine Zahnbürste benutzt? Diese? Julius? Ja, ich ruf gleich zurück. Ich soll was? Hast du diese Zahnbürste benutzt? Warum sollte ich? Du bist der Einzige, der noch im Haus ist. Bis auf. Ich nehme sicherlich nicht von anderen Leuten. Klar, du nervst noch andere Leute. Das ist sie. Nimm deine Kotzfinger von meiner Zahnbürste. Pass mal auf, Joya. Ich kann nichts dafür, dass die hässliche Bartstoppeln sprießen. Mitten im Gesicht. Ich kann auch nichts dafür, dass du Pickel bekommst.